Nein, das ist meine Tür. Tja, also nicht. Schade. Können wir nicht unterschreiben. Haben wir dann jetzt alles gekleckst und geschmiert und unterschrieben? Sieht fast so aus. Hier waren wir noch nicht drin. Vielleicht können wir jetzt hier noch... Elfte. Nice. Die Elfpuppe beschmieren. Mist, er ist zu haarig, um ihn zu bekritzeln. Nicht einmal die Freude lässt er uns. Ach, Mist. Aber hier können wir... Was? Das ist doch gerade gespritzt. Okay. Ich habe unterschrieben und das macht Spritzgeräusche. Ja. Soundfehler. Gut, noch was. Oh, alles hier im Regal können wir schmieren. Na, sehr schön. In den Mixer rein. Na, sehr schön. Das ist schon markiert. Okay. Wie schön. Mal gucken, ob es eine Reaktion gibt. Oha. Enttäuschend. Noch unterschreiben. Sehr schön. Der Nächste, der da reingreift, wird sich wundern. Jeget. Der Nächste, der da reingreift, wird sich wundern. Gut. Na dann. Müssten wir doch jetzt alles. Diese Säule verschandle ich nicht. Sie soll als Symbol des Schreckens misslungener Innenarchitektur für alle Zeiten bestehen bleiben. Du verschandelst sie nicht, weil sie ein beweglicher Sprite ist, stimmt's? Psst. Nicht spoilern. Auch wenn wir das schon längst gemacht haben. In Parts 3 oder so. Vielleicht aber auch in Parts 1 schon. Ja, wahrscheinlich Part 3 oder Part 4. So, jetzt haben wir ja eigentlich alles voll gespritzt und voll gekleckert. In die Küche müssen wir noch, da haben wir noch nichts bekleckert. Und im ganzen Keller und ach du Schande. Ja, kümmern wir uns erstmal um das, was wir in der Küche haben. Jetzt haben wir ja schon Ewigkeiten voll gespritzt. In die Küche. Oh, hallo. Ein neuer Charakter. Ein Charakter, der neu ist, der Koch. Er sieht beschäftigt aus. Reden wir mit ihm. Er sieht beschäftigt aus. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Hm, ich frag mal. Bist du beschäftigt, Koch? Siehst du? Sicher ist sicher. Ja. Hier. Ein bisschen Ketchup kann nie schaden. Grrr. Schon gut, dann halt nicht. Er hat so gute Dialoge. Möchtest du ein Autogramm vom Barmann? Scheinbar nicht. Wollen wir die Messer tauschen? Meines ist zwar nicht so groß, aber... Grrr. Schon gut. Okay, ich sehe schon. Dann halt nicht. Bringt uns hier nicht weiter. Na, na, na. Wer tut denn dreckiges Geschirr in die Schublade zurück? Soll ich noch Senf dazu? Na, na, na.
Wer tut denn dreckiges Geschirr in die Schublade zurück? Im Essensraum waren wir auch noch nicht und in der Therapie auch noch nicht und im Keller. Ach, noch so viel zu bekleckern. Topf. Hui, das wird lecker. Schön mit Ketchup. Hui, das wird lecker. Darauf lässt sich leider nicht herumkritzeln. Sehr schade. So, Speiseplan. Ach du Schande. Tisch 3. Peter, Hoti und Mutti, Adrian, Professor Nock und Bienenmann. So, können wir hier tauschen oder was? Adrian kriegt doch bestimmt Kartoffeln. Ach du Scheiße. Das wird ja wieder ein lustiges Rätsel. Na toll. Den Trolley. Reinsteigen. Damit wird das Essen in die Küche transportiert. Mhm. Es klingt so, als ob da drin gegessen wird. Ich riskiere mal einen Blick. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Es wimmelt nur so von Wachen. Ich dachte, wir können jetzt hier in den Trolley. Damit wird das Essen in die Küche transportiert. Der ist ganz schön geräumig. Da hätten sogar alle meine Sachen Platz. Aber ich bin nicht hier, um den Stauraum zu testen. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Ui. Oh, wir sind drin. Der Essensraum. Da haben wir den Bienenmann, da haben wir den Professor Nock, da haben wir Adrian. Da haben wir Oti und Moti. Und da haben wir das Pärchen hier. Ja, sehr unauffällig. Ja. Unter dem Tisch versteckt. Die Umsetzung von dem Essensschlachträtsel ist ehrlich gesagt nicht besonders gut gelungen. Aber die ganze Situation ist so sympathisch, dass es mir, glaube ich, insgesamt wenig übel genommen wurde. Die Idee ist einfach, indem man den Irren auf dem Menüplan halt unterschiedliches Essen zuweist, schließlich eine Kettenreaktion auslösen kann. Ich weiß nicht, ob viele Leute überhaupt das Rätsel so verstanden haben oder nicht einfach nur ausprobiert haben. Aber das war die Idee dahinter. Also, wer das Rätsel noch lösen möchte, hört jetzt weg für die anderen. Die Idee dahinter ist tatsächlich, dass wenn Professor Nock sich über das Hähnchen beugt, weil er das halt irgendwie nur direkt mit den Fingern isst, und man die Kartoffel Bienenmann gibt und ihm die Gabel in den Fuß rammt, dann fliegt die Kartoffel über den Kopf von Professor Nock hinweg und trifft Adrian am Helm, der sich dann darüber ärgert. Das klingt doch schon nach der Lösung. Und guck mal, wie lustig deprimiert Peter guckt und wie glücklich Petra ist. Das ist doch wirklich was fürs Herz. Okay, hast du es dir gemerkt, Nebenlein? Ja. Okay, noch sind sie ziemlich friedlich. Ja, deswegen hat er den Hinweis gegeben. Ja, Pokis benutzt schon die ganze Zeit, das ist nichts Neues. Noch sind sie ja ziemlich friedlich, also da müssen wir ihnen so noch, müssen wir ihnen das falsche Essen erstmal noch geben. Tja. Den Puki, den soll man sich erst anhören, wenn man mit dem ganzen Raum fertig ist. Das ist das Ding. Okay. Das kann ich nicht. Ich sollte lernen, zuzuhören. Nee, das werde ich nie mehr lernen. Wir können dem den Fuß stechen. Können wir nicht? Schade. Gut, ja, wie war das denn jetzt? Ketchup. Können wir nichts benutzen. Mit Hoti und Mutti können wir das benutzen. Psst, Hoti, Mutti, hier unten. Wollt ihr das Ketchup dazu? Es ist Wünsch dir was Tag. Und wir sind in der Kantine. Wir haben alles, was wir brauchen. Danke.
Aha. Ich kann mit Rutzelmutti reden. Hey! Psst! Das weiß ich, das beweist du mal wieder, ja. Anerkannte Schwäche von mir. Mehr oder weniger anerkannt. Was gibt's zu essen? Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Hinweis sammeln. Jeder bekommt das, was er möchte. Oder zumindest nicht. Das, was unter seinem Namen eingetragen wurde. Die Liste hing seit einer Woche aus. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass damit einige Scherze getrieben wurden. Immerhin ist dies ein Irrenhaus. Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Klar. Unter zwei Bedingungen. Erstens kommen wir nur mit, wenn du einen Fluchtplan ausgearbeitet hast. Zweitens musst du irgendwie die Wachen ablenken. Fluchtplan ausarbeiten, Wachen ablenken. Alles klar. Habt ihr eine Idee? Habt ihr eine Idee, wie ich die Wachen ablenken könnte? Der sicherste Weg ist eine Essensschlacht. Du musst nur irgendwie einen Streit provozieren. Ohne selbst mit hineinverwickelt zu werden. Du musst eine Schwachstelle finden. Eine Schwachstelle. Okay. Ich verkriech mich dann mal wieder. Gut. Hier kommen wir wahrscheinlich gerade nicht vorbei, weil, ja, der zappelt. Muss dem Professor noch zum nicht mehr zappeln bringen. Okay, hier. Mit dem Trolley können wir raus. Sehr schön. Okay. Das Rätselspeiseplan. Einfach mal hier. Tja. Adrian hat die Kartoffeln bekommen, oder wer was? Wer war das jetzt? Okay. Tausche. Tja. Ich hab nicht zugehört. Tja, Kettenreaktion auslösen. Okay. Vielleicht funktioniert es so. Einfach mal ausprobieren. Damit wird das Essen in die Küche transportiert. Ja. Benutzen. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Ist ein Schlacht. Na komm. Okay. Jetzt kommen wir hier zumindest durch. Fuß. Sehr gut. Mit der Gabel. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Ein Plan? Seit wann brauchst du einen Plan, Edna? Roti und Moti. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Joa. Mit Rutin Mutti können wir reden. Haben wir doch eigentlich schon. Die gute alte Schnürsenkel Zusammenknotennummer. Was? Na komm, reden. Hey! Psst! Ich verkriech mich dann mal wieder. Tja, okay. Tja, scheinbar nicht. Tja, ich brauche erstmal einen Plan. Stimmt der Plan wohl noch so nicht?
Professor Nock hat das Hähnchen. Rotchen und Moti haben den Brei. Adrian die Getreideklößchen. Peter hat den Muckerpudding. Der Bienenmann die Kartoffeln. Eigentlich alles so, wie es in der Komplettlösung drin steht. Eigentlich stimmt jetzt hier alles. Ja, gut. Wieder rein mit uns. Damit wird das Essen in die... Ja. Benutzen sollst du's. Das könnte klappen. Das klappt sogar. Gerade nicht. Okay, die sind aber noch alle ziemlich zufrieden. Aha. Können wir jetzt nicht? Uns Gabel, Fuß. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Einen Plan? Ja, also. Der hat die Kartoffeln. Die Kartoffeln müssen durch den Raum fliegen. Der hat die Kartoffeln. Ja. Rotchen und Mutti wollen mir helfen, die wollen wir mitnehmen. Tja. Gut, vielleicht müssen wir erstmal was anderes anlegen. Gut. Ja, bei der Essensschlacht kommen wir noch nicht weiter. Da haben wir jetzt hier noch nichts gelöst. Hier bitte Garage. Oh! Da bist du ja schon. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt. Der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik. Aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja... Vielleicht hat es daran gehapert. Gut, ich beende diesen Stream trotzdem hier erstmal an der Stelle. Machen wir im nächsten Stream einfach weiter. Wir haben heute viel geschafft. Wir sind rausgekommen. Wir haben den Generalschlüssel geschmolzen. Wir haben die Medaille geschmolzen und den Generalschlüssel draus gemacht. Ja, und jetzt fehlt nicht mehr viel und wir können hier raus. Wir können die Mauer durchbrechen. Tja. Oha. Und an diesem Screen machen wir dann. Hier gibt es auch noch einiges zu entdecken. Ja gut, machen wir am nächsten. Machen wir jetzt wirklich Schluss. Machen wir jetzt im nächsten Stream weiter, im nächsten Part. Dankeschön, warum soll es euch gefallen haben. Lasst dann aber da, wenn ihr seid und man sieht sich. Haut darin. Das ist, glaube ich, hier das ist doch hier die Therapie. Ich glaube, das ist der Therapieraum, wenn mich alles täuscht. Ja, das könnte so, ja, der liegt auf dieser Etage. Ja. Cool. Na dann. Ich wechsle hier mal in den Warteraum. So. Na dann. Bis dann und ciao.